unterwegs nach Worpswede. Rolf bestimmte das Tempo. Er hatte mal gehört, dass Soldaten in der Stunde 5 Kilometer zurücklegen. Die wären also in 6 Stunden in Worpswede. Wenn wir 3 Kilometer in der Stunde schaffen, dachte er, brauchen wir 10 Stunden. Dann sind wir um 4 Uhr da. Das ist genau die richtige Zeit. Nachdem sie 500 Meter marschiert waren, begriff er jedoch, dass sie ihr Ziel niemals in 10 Stunden erreichen würden. Walter begann nämlich zu quengeln. »Sind wir noch nicht bald da?« fragte er. »Das ist aber ein langer Weg. Rolf geht viel zu schnell.« Bodo, der mit dem Fahrrad mal vor, mal hinter ihnen fuhr und bester Stimmung war, weil er sich nicht anzustrengen brauchte, rief, »Walter kann sich doch auf den Gepäckträger setzen. Los, komm, Walter!« Die Karawane hielt und Walter wurde von Ingelore auf den Gepäckträger gehoben. »Halt dich am Sattel fest«, sagte sie, »sonst fällst du runter.« Bodo stieg auf, wackelte ein paar Sekunden gefährlich hin und her, stellte sich aber rasch auf die veränderten Gewichtsverhältnisse seines Fahrrades ein und radelte davon. Kaum war er den Marschierenden aus den Augen gekommen, da begann Rena zu klagen. »Ich will auch mal auf dem Gepäckträger sitzen«, maunzte sie. »Ich bin auch noch klein und Walter ist ein Junge.« »Du bist 8, Walter aber erst 6«, sagte Rolf. »Du kannst viel besser marschieren.« »Kann ich nicht«, rief Rena. »Und ich muss auch immer die Katze tragen.« »Die kann alleine laufen, die hat 4 Beine«, sagte Berti. »Wenn ich sie runterlasse, läuft sie weg.« »Macht auch nichts.« »Das macht wohl was. Ohne meine Katze gehe ich nicht mit.« »Dann bleibst du eben hier und schläfst heute Nacht im Graben.« »Du bist ein Doofkopf, ein ganz gemeiner.« Rolf hielt an, packte Rena und setzte sie auf den Handwagen. »So«, sagte er, »damit du dich mal ausruhen kannst. Nachher darf Berti auch mal rauf.« Nun ging es eine Weile flott voran. Rolf und Ingelore zogen, Berti schob. Im Schönebecker Kirchweg jedoch wollte Berti auf dem Wagen sitzen. Rena protestierte zwar, sagte, sie habe sich noch gar nicht richtig ausgeruht, aber Rolf nahm sie herab. »Zähl deine Schritte«, sagte er. »Bei 1000 kommst du wieder rauf.« Sie wanderten weiter. Rena zählte und zählte. »Halt mal an«, rief sie plötzlich. »Was kommt nach 699? 400, sagte Berti und grinste. 700, rief Ingelore von vorn. Sei nicht gemein, Berti. Als sie an einer Telefonzelle vorbeikamen, ging Rolf hinein, nahm den Hörer ab und tippte ein paar Mal auf die Gabel. Es klirrte und 2 Zehner fielen in das Fach der Münzrückgabe. Seine Geschwister staunten. Mein Trick, erklärte Rolf. Das mache ich in jeder Telefonzelle. »Und da kommt immer Geld raus?«, fragte Berti. »Nee, nur manchmal, aber versuchen muss man es.« Er steckte die Münzen in die Hosentasche und fasste die Deichsel wieder an. Kurz nach 7 wurden sie von einem Streifenwagen überholt. Die Männer sahen zu ihnen hinüber und schienen zu überlegen, ob sie anhalten sollten. »Los, alle lachen und winken«, zischte Rolf. »Dann denken die, wir machen einen kleinen Ausflug.« Seine Geschwister begriffen sofort. Sie winkten mit einer Hand und lächelten den Polizisten freundlich zu. Rena rief, »Huhu, Onkel Polizei!« Die Männer winkten zurück und fuhren langsam weiter. »Mensch, hoffentlich kann Bodo sich noch rechtzeitig verdrücken«, sagte Ingelore. »Der darf doch niemand auf dem Gepäckträger mitnehmen. Wenn sie ihn schnappen, haben sie uns auch gleich. Walter verplappert sich bestimmt.« Aufgeregt wie sie waren, verdoppelten sie das Tempo. Als sie beim Hotel Stadt London die Bundesstraße 6 überquerten und immer noch nichts von Walter und Bodo zu sehen war, gab es keinen Zweifel mehr für sie, dass die beiden gefasst worden waren. Rena vergaß in ihrer Angst um die beiden Geschwister ganz und gar, dass sie längst wieder auf dem Handwagen hätte sitzen dürfen.
Aber Walter und Bodo waren noch in Freiheit. Sie hatten gerade in dem Augenblick, als der Streifenwagen in ihrem Rücken auftauchte, hinter einer Hecke gestanden, weil Walter etwas Dringendes zu erledigen hatte. Darum waren sie von den Polizeibeamten gar nicht bemerkt worden. Wo die Straße nach Ritterhude abzweigt, warteten sie, weil Bodo nicht genau wusste, wo er weiterfahren sollte. »Da sind sie!« rief Berti und er winkte. »Kommt mal her!« Bodo blieb, wo er war, hatte ein Bein auf die untere Rahmenstange gestellt und stützte den linken Ellbogen auf den Sattel. Seine rechte Hand ruhte auf dem Lenker. Er dachte gar nicht daran, den anderen entgegenzugehen. Aber Walter kam zurück. »Habt ihr kein Kissen?« fragte er. »Ich kann nicht mehr sitzen auf dem euren Gepäckträger.« »Hat die Polizei euch nicht geschnappt?« fragte Berti. »Was für Polizei?« »Nee, gib mir ein Kissen, Berti, los! Du sitzt weich auf all die alten Klamotten und ich sitz auf die harten Stangen.« »Wir dachten schon, der Streifenwagen hätte euch angehalten«, sagte Rolf. »Da kam doch einer von hinten. Habt ihr den gar nicht gesehen?« »Bei uns war kein Streifenwagen«, rief Bodo. »Und wenn einer gekommen wäre, hätte das auch nichts gemacht. Walter ist erst 6. Den darf man auf dem Rad mitnehmen. Das haben wir neulich gerade gelernt im Verkehrsunterricht.« »Du spinnst ganz schön«, sagte Ingelore. »Wenn du einen auf dem Rad mitnehmen willst, dann muss der richtige Fußstützen haben und einen Sattel und all sowas, damit er nicht mit den Füßen in die Speichen kommt.« »Ich bin schon drin gewesen«, sagte Walter. »Nichts passiert. Bodo ist umgefallen, sonst nichts.« Rolf zog den Wagen ein Stück in die Straße Richtung Ritterhude hinein und hielt an. »Jetzt machen wir eine kleine Pause«, bestimmte er. »Legt euch da ins Gras und ruht euch aus.« Seine Geschwister gehorchten gerne. Sie waren schon sehr erschöpft. So lange Fußmärsche waren sie nicht gewöhnt. Auch Ingelore hatte eine Pause nötig. Die Schuhe, die sie trug, waren ausgetreten und ließen sich nur an den Füßen halten, wenn sie bei jedem Schritt die Zehen krümmte. Mehrmals hatte sie auch schon einen verloren. Gerade hatte sie es sich indessen im hohen Gras bequem gemacht, da begann Willi ganz erbärmlich zu schreien. Das stetige Gerumpel des Handwagens hatten ihm den Schlaf bewahrt. Der plötzliche Stillstand jetzt und die Ruhe mussten ihm einen schlimmen Traum verursacht haben. Durch das Geschrei wurde auch Birgit wach, und da sie sich nicht gleich in die Wirklichkeit des sonnenhellen Sonntagvormittages und des engen Handwagens fand, fing sie ebenfalls an zu brüllen. Das grässlich klingende Duett der beiden empörte einen Hund in dem Haus zu ihrer Rechten. Er bellte wütend Antwort und stahl damit seiner Herrschaft die Ruhe, während Ingelore den kleinen Willi aus dem Wagen nahm, an sich presste und beruhigend auf ihn einsprach, wurde der Hund hinter der Haustür von einer barschen Männerstimme aufgefordert, die Schnauze zu halten. Aber solange Willi schrie, konnte der Vierbeiner auch nicht still sein. Erst als der Junge in Ingelores Arm gänzlich erwacht war und sich beruhigt hatte, stellte er sein Gekläffe ein. Birgit war inzwischen ebenfalls aus dem letzten Traum emporgetaucht, kam aus dem Handwagen geklettert und lief barfuß zu ihren Geschwistern ins Gras. »Ach du meine Güte, wir haben gar keine Schuhe für die Kleinen«, rief Ingelore, als sie Birgits bloße Füße sah. »Ich brauch keine Schuhe, ist ja warm«, sagte Birgit. »Onkel Oskar hat bestimmt noch alte Schuhe irgendwo rumliegen«, tröstete Berti. »Klar«, bestätigte Rena, »Kunstsammler haben überall alte Schuhe und Kaninchen und sowas, weil sie das malen müssen. Meine Muschi will er bestimmt auch malen, wenn er sie sieht.« Willi lutschte auf dem Daumen. »Willi Hunner«, rief er plötzlich. »Hammer, Hammer!« »Siehste«, sagte Ingelore, »das haben wir jetzt auch vergessen. Wir haben nichts zu essen für die Kleinen.« »Und warum nicht?« knurrte Rolf. »Weil ihr alles aufgefressen habt. Ich habe auch einen Bärenhunger.« »Geh doch in ein Geschäft und kauf was«, sagte Bodo. »Am Sonntag und ohne Geld, was?« brummte Rolf.
Versuch doch, was in dem Haus zu kriegen, wo der Köter gekläfft hat, schlug Berti vor. Quatsch, das ist doch keine Bäckerei. Passt auf, sagte Ingelore, ich weiß was. Rena und Walter gehen an die Haustür und klingeln. Und wenn einer aufmacht, fragen sie ganz dumm, ob sie wohl etwas Brot kaufen könnten und zeigen dabei die 20 Pfennig aus der Telefonzelle vor. Ihr sollt sehen, die kriegen was. Die beiden fanden nichts dabei und waren bereit. Walter nahm das Geld. Rena drückte ihre Katze an sich und schon traten sie an die Tür. Als Walter klingelte, begann der Hund wieder sein zorniges Gebelle. Sekunden später wurde die Tür geöffnet. Ein Mann in einem bunten Bademantel steckte sein zum Rasieren fertig eingeseiftes Gesicht durch den Spalt und blickte mürrisch auf die Kinder herab. »Was wollt ihr denn?« fragte er. »Wir wollen Brot kaufen«, sagte Rena. Und Walter ergänzte, »Willi und Birgit sind aufgewacht und haben Hunger. Hier ist das Geld.« Er öffnete die Hand und hielt dem Mann die 2 Zehner hin. Der sah verdutzt auf die Münzen, ließ seine Augen über die schäbige Kleidung und die ungewaschenen Gesichter der Kinder gleiten und blickte dann über sie hinweg auf die im Gras ruhende Karawane. »Gehören die da auch zu euch?«, fragte er. »Ja«, erklärte Walter eifrig, »das ist Rolf und Ingelore und Bodo und Berti und Birgit und Willi.« »So, so«, sagte der Mann, wobei er seinen Hund zurückdrängte, der aufgeregt jaulte und sich gern mit Renas Katze näher beschäftigt hätte. »Wo wollt ihr denn hin?« »Nach Worpswede«, sagte Rena. »Da wohnt unser Onkel, der malt Schuhe und meine Katze.« Auf diese erstaunliche Antwort brauchte der eingeseifte Herr nichts mehr zu erwidern. Seine Frau war neugierig geworden und ebenfalls an die Haustür gekommen. »Was ist denn los, Paul?«, fragte sie. »Du kommst ja gar nicht wieder.« »Auch die beiden hier haben Hunger und wollen Brot kaufen«, sagte ihr Mann. »Für 20 Pfennig. Und die da draußen auf dem Gras hätten auch gern was davon ab. Sie sagen, sie seien unterwegs nach Worpswede.« Die Frau war anfangs genauso verblüfft wie ihr Mann, aber sie fasste sich schneller. »Seid ihr allein?«, fragte sie. »Ich meine, ist kein Erwachsener bei euch, euer Vater oder eure Mutter?« »Papa ist auf dem Schiff«, sagte Rena, »ganz weit weg, in Bremerhaven und Afrika. Der kann nicht mit nach Worpswede.« »Und Mama ist auch nicht da«, ergänzte Walter. »Die hat sich in eine Möwe verzaubert und ist zu Papa geflogen. Möwen können ganz weit fliegen, die gehen nicht unter.« Die Frau sah die Kinder an, nickte und warf ihrem Mann einen langen Blick zu. »Wann kommt eure Mama denn zurück?«, fragte sie. »Weiß nicht«, antwortete Walter. »Sie muss ja sehr lange fliegen. Kannst du uns ein Brot verkaufen?« »Ja. Ich denke, ich habe noch eins im Schrank«, sagte die Frau. »Geht nur nach draußen zu euren Geschwistern, ich bringe es euch.« »Hier ist das Geld«, sagte Walter. »Oh ja, danke schön«, sagte die Frau und steckte es in ihre Schürzentasche. »Geht nur, ich komme schon.« Sie ging in die Küche, zerschnitt ein ganzes Brot in Scheiben und belegte und bestrich sie mit Butter, Wurst und Marmelade. Gleichzeitig kochte sie eine große Kanne Hagebuttentee. Dann nahm sie eine Anzahl Pappbecher aus dem Schrank, stellte den Tee und die Teller mit den Broten auf ein Tablett und ging zu den Kindern hinaus, die müde im Gras lagen und warteten. »So«, sagte sie, »nun futtert man tüchtig, aber alles gerecht teilen. Und die Großen passt auf, dass die Kleinen nicht zu kurz kommen.« »Ha«, rief Bodo, »da passen die schon selbst drauf auf.« Die Frau stand wortlos dabei, als die Kinder mit Heißhunger über die Brote herfielen und beobachtete mit Rührung, wie Rena erst ihrer Katze ein paar Brocken zurechtmachte, bevor sie selbst etwas aß. Willi wurde von Ingelore gefüttert. Ihm schmeckte das Marmeladenbrot am besten. Die Frau goss schließlich jedem einen Becher Tee ein und ging ins Haus zurück. »Wetten, dass sie noch was holt?«, fragte Bodo schmatzend. »Mehr Brot hat sie nicht«, sagte Rena. »Quatsch, Brot! Kuchen oder sowas? Heute ist doch Sonntag und die ist bestimmt ganz schön reich.« »Ist sie nicht«,
rief Walter und dachte an die 20 Pfennig, die sie ihm abgenommen hatte. Gerade als Bertie sich das letzte Stück Brot mit dem gekochten Schinken vom Teller gerapschte, kam die Frau wieder aus dem Haus heraus. Sie hatte einen ganzen Topf Kuchen aufgeschnitten und verteilte die Stücke an die Kinder. Ingelore hatte den Einfall, sich dafür im Namen aller zu bedanken. »Was wollt ihr eigentlich in Worpswede?« fragte die Frau. »Ihr könnt euch doch hier auf der Wiese einen schönen Tag machen, dann habt ihr es nachher nicht mehr so weit, wenn ihr wieder nach Hause müsst.« »Wir wollen nicht nach Hause, wir bleiben bei unserem Onkel«, erklärte Rolf. »Ach so«, sagte die Frau, »ihr habt einen Onkel in Worpswede. Das ist etwas anderes. Aber warum holt der euch denn nicht mit dem Auto ab? Zu Fuß ist es doch furchtbar weit.« »Der weiß nicht, dass wir kommen«, sagte Bodo. »Wir wollen ihn überraschen.« Darauf nickte die Frau nur, wünschte den Kindern viel Glück und sah mit der leeren Kanne in der Hand zu, wie sie sich auf den Weg machten. Bodo wollte sich wieder das Fahrrad nehmen, aber Bertie erlaubte es nicht. »Jetzt bin ich an der Reihe«, sagte er. »Du hast es lange genug gemütlich gehabt. Los, Walter, setz dich hinten drauf.« Walter nahm auf dem Gepäckträger Platz und Bertie stieg auf. Bevor er aber in Gang kam, musste er zweimal zu Boden. Erst als Rolf ihn anschob, kam er in Fahrt. »Vielen Dank nochmal für alles«, rief Ingelore. Und Birgit winkte, bis sie hinter der Autobahnbrücke waren und die Frau nicht mehr sehen konnten. »Das ist bestimmt eine Fee«, sagte Walter. »Die wohnen immer da, wo arme Leute vorbeigehen. Und dann kommen sie raus und geben ihnen was zu essen.« Bodo lachte überlegen. »Du bist selber eine Fee«, sagte er. »Das ist eine ganz gewöhnliche Frau, da gehe ich jede Wette ein.« »Nein«, mischte sich Ingelore in das Gespräch, »gewöhnliche Frauen schenken dir nicht ihren ganzen Sonntagskuchen, die essen ihn selbst.« »Siehst du?« rief Walter. »Ingelore hat auch gemerkt, dass sie eine Fee ist. Sie hatte auch ganz grüne Augen, so wie die Waldfeen.« »Sie hatte aber keine Krone auf dem Kopf«, wunderte sich Birgit. »Doch«, sagte Ingelore, »eine ganz kleine.« »Habe ich aber nichts von gesehen.« »Konnte es doch nicht. Sie steckte nämlich ganz oben und war so klein wie ein Fingerhut.« Unter der Eisenbahnbrücke standen Bertie und Walter und warteten. »Kommt schnell«, rief Bertie schon von Weitem. »Das hört sich ganz prima an, wenn ein Zug da oben drüber wegdonnert.« »Bist wohl lebensmüde, was?« rief Rolf zurück. »Was meinst du, was los ist, wenn die Brücke einkracht? Dann bist du nur noch ein Haufen Krümel.« »Die kracht aber nicht. Eben ist sie auch nicht gekracht.« »Jede Brücke kracht nur einmal und diese hier kommt mir sehr wackelig vor. Noch 2, 3 Züge und sie ist bestimmt im Eimer.« »Glaube ich nicht«, entgegnete Bertie, schob das Rad aber doch etwas aus der Gefahrenzone. »Die ist ja schon alt. Älter als du.« »Eben. Darum kann sie auch jeden Augenblick zusammenbrechen.« »Das muss prima aussehen«, schwärmte Bodo. »Es kracht und die Wagen purzeln alle die Böschung runter. Ganz toll muss das aussehen. Ein Junge aus meiner Klasse hat eine elektrische Eisenbahn. Der baut auch immer Brücken und stößt sie um, wenn der Zug rüberfährt. Das habe ich mal gesehen. Meistens lösen sich die Kupplung und ein paar Wagen oben bleiben so ganz windschief hängen und die anderen überschlagen sich und rudeln nach unten. Er schreit dann immer, Aua, mein Bein, Hilfe, ein Arzt, ist dir denn kein Arzt? Ganz prima ist das, macht ganz toll Spaß. Wenn dein eigenes Bein abgeklemmt ist oder da ein Brückenpfeiler raufgefallen oder sowas, dann ist das aber nicht mehr prima, du«, sagte Rolf. »Sollst mal sehen, wie du dann schreist.« »Ich sitze ja nicht im Zug«, sagte Bodo. »Ich stehe ja an der Seite und guck zu.« Sie hatten den Tunnel durchschritten und gingen nun neben der Bahn her, die linke Hand von ihnen auf einem etwa 4 Meter hohen Damm verlief. Da näherte sich ein Zug. Von Bremerhaven kommend, raste er ihnen entgegen. Es donnerte und dröhnte. Birgit hielt sich die Ohren zu und Willi fing an zu weinen. »Passt auf«, schrie Bodo, »jetzt kracht sie ein.«
Nein, sie sollen nicht, rief Rena. Bitte, lieber Gott, lass sie halten. Da war der Zug vorüber. Er brauste über die Brücke, ohne dass ein Stein aus der Mauer fiel. Siehste, sagte Berti, wenn wir unter der Brücke gestanden hätten, wäre sie auch nicht eingestürzt. Künstlerpech, sagte Rolf. Aber einmal kracht sie bestimmt ein. Gegen 12 Uhr erreichten sie die Ritterhuder Hammelschleuse. Sie setzten sich an den Rand der Straße und sahen eine Weile den vielen Leuten zu, die an ihren Motor- und Segelbooten werkten. Es war sehr schwül geworden. Die schwere Luft machte sie müde. Willi und Birgit schliefen wieder. Und Walter fielen ebenfalls die Augen zu, bevor er sich noch richtig ausgestreckt hatte. Rena wiegte ihre Katze auf dem Schoß wie ein Baby und sprach mit ihr. Berti und Bodo rupften Grashalme aus und versuchten, darauf zu blasen. Ingelore pflückte Wegerichblätter und zählte die weißen Fäden. »Vier Kinder werde ich kriegen«, sagte sie. »Halb so viele, wie wir sind. Ob das reicht?« »Ich will keine Kinder haben«, sagte Rolf bestimmt. »Und wenn du welche kriegst?« »Ich krieg keine.« »Willst du nicht heiraten?« »Klar, aber meine Frau nimmt die Pille.« Ingelore schwieg. »Wenn Mama die Pille genommen hätte«, sagte sie nach einer Weile, »wären Willi und Birgit nicht da und Walter und Rena vielleicht auch nicht.« »Na und?« sagte Rolf. »Willi ist aber doch ein süßer kleiner Kerl.« »Wenn schon. Wenn der nicht auf der Welt wäre, würdest du eben Birgit und Walter süß finden. Die Kleinsten sind immer süß.« »Ich kann mir gar nicht denken, dass du mal süß warst«, mischte sich Bodo ein. »Ich finde es auch ziemlich blöde, süß zu sein. Ich war bestimmt nie süß.« »Da hast du recht«, pflichtete Ingelore ihm bei. »Du warst schon mit 2 Jahren so ein kleiner Giftzwerg. Frag mal Rolf, einmal hast du mit der Hake ein Loch in den Kopf gehauen.« Berti ließ sich ins Gras zurücksenken und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. »Wenn ich nicht auf der Welt wäre«, sagte er, »dann wäre alles, was ich hier sehe, nicht da.« »Klar wäre es das«, widersprach Bodo. »Ob du auf der Welt bist oder nicht, das ändert gar nichts. Genauso, wenn du stirbst, dann bleibt auch alles, wie es ist. Nur du kannst es nicht mehr sehen.« »Tod sein ist schlimm«, sagte Berti. »Du bist im Grab und weißt nicht, ob Winter oder Sommer ist.« »Das ist doch nicht schlimm«, sagte Rolf. »Das ist, als ob du schläfst. Da weißt du auch nicht, ob es regnet oder schneit.« »Im Grab fressen dich die Würmer«, sagte Bodo. »Das ist scheußlich. Wenn ich sterbe, lasse ich mich verbrennen. An Asche geht kein Wurm ran.« »Hör auf mit so einem Quatsch«, rief Rena. »Wir sind noch klein. Wir leben noch ganz lange.« »Kannst du gar nicht wissen«, entgegnete Bodo. »Kinder sterben auch.« »Aber nicht so leicht.« »Doch, wenn sie unters Auto kommen.« »Ich möchte so alt werden wie Opa Pernecke«, sagte Berti. »Der ist, glaube ich, schon 117. »Wenn der sich ranhält, macht er die 120 noch voll.« »Pfe«, sagte Rolf, »der sitzt doch nur den ganzen Tag in seinem Schaukelstuhl und guckt in den Garten. Wenn das sein Leben sein soll?« Während dieses Gespräches hatte sich der Himmel bezogen. Es war dunkel geworden. Die Schwüle wurde immer drückender. Die Autos auf der Straße fuhren mit Licht. »Los, wir müssen weiter«, rief Rolf. »Kann sein, dass wir bald Gewitter kriegen. Dann ist es besser, wenn wir es nicht mehr so weit haben.« Ingelore bettete Walter, der nicht wach zu kriegen war, vorsichtig auf seine im Hinterwagen schlafenden Geschwister und zog gemeinsam mit Berti und Rolf den Wagen die Straße hinauf. Rena lag mit ihrem Kopf eng an die Katze geschmiegt und träumte. Sie wachte aber sofort auf, als Bodo die Katze zwickte, so dass sie schmerzvoll miaute. »Was hast du denn, mein Muschilein?«, fragte sie zärtlich, drückte das Tier an sich und trottete müde und mehrmals gähnend auf die Straße zum Handwagen. Bodo nahm wieder das Fahrrad, und so zogen sie weiter, schweigend vor Müdigkeit. Der Himmel verfinsterte sich zusehends. Hinter den Kindern war er schwarz wie Teer.
Aber vor ihnen hielt er ein hellblaues Tor geöffnet, durch das schräge Sonnenstrahlen fielen. »Da ist Worpswede«, sagte Rolf. »Da wollen wir hin.« Wenig später war erstes Donnerrollen zu hören. Da marschierten sie schneller, als könnten sie ihr Ziel noch vor Beginn des Gewitters erreichen. Eine Windböe stieß sie vorwärts, wirbelte eine große Staubwolke auf und drückte Bodo mit seinem Fahrrad auf den Grasstreifen neben der Straße. Dann klatschten einzelne schwere Tropfen auf den heißen Asphalt. »Verdammter Mist!« schimpfte Rolf. »Ausgerechnet jetzt muss es anfangen, wo wir so schön in Fahrt sind. Und hier ist nirgends ein Haus zum Unterstellen.« »Wir müssen in einen Busch kriechen«, schlug Ingelore vor. »Der da vorne ist gut. Los!« Hastig schoben und zogen sie den Handwagen von der Straße und die steile Böschung hinab, um sich unterhalb der dichten Weidenbüsche einen geschützten Platz zu suchen. Plötzlich kippte der Wagen um, so dass die drei schlafenden Kinder herausrollten und jäh erwachten, weil im selben Augenblick ein greller Blitz am Himmel und Erde am weil im selben Augenblick ein greller Blitz Himmel und Erde erhellte und ein gewaltiger Donnerschlag niederkrachte, erschraken die Kleinen so sehr, dass sie gleichzeitig zu weinen anfingen. Berti und Ingelore bemühten sich, den Handwagen wieder aufzurichten, aber Rolf hinderte sie daran. »Lasst ihn so liegen«, sagte er. »Wir kippen ihn noch etwas weiter um, dann können wir drunter kriechen und haben ein Dach über den Kopf.« Das war ein guter Gedanke, doch war der Handwagen nicht groß genug für 8 Kinder. Die Kleinen fanden zwar hinreichend Schutz, für die anderen aber war kein Platz mehr. »Die beiden Wolldecken her«, schrie Rolf. »Daraus bauen wir uns ein Zelt.« Sie kuschelten sich eng aneinander und zogen sich die Decken über den Kopf. Es blitzte und krachte mittlerweile unaufhörlich und der Regen prasselte auf die Seitenwand des Handwagens, als wollte er sie zerschlagen. »Wo ist Rena denn?« fragte Ingelore plötzlich. »Die sucht ihre doofe Katze«, antwortete Bodo ungerührt. »Als es vorhin so donnerte, ist die abgehauen.« Die Wolldecken weichten durch und klebten ihnen patschnass auf den Schultern und auf dem Kopf. Bodo nahm eine der Plastiktüten, schüttete das Zeug aus und stülpte sie sich über. »Du Idiot!« schrie Rolf. »Jetzt werden doch die ganzen Klamotten nass.« »Besser die Klamotten als ich«, sagte Bodo. »Meinst du, ich will mir eine Lungenentzündung holen?« Berti rann das Wasser über das Gesicht und in den Nacken. Er saß an der Seite und war daher dem schräg fallenden Regen mehr ausgesetzt als die anderen. »Der Regen ist ganz warm«, sagte er, »wie eine Dusche. Ich geh mal raus und such nach Rena.« »Du bleibst hier«, bestimmte Rolf. »Wenn dich ein Blitz trifft, bist du erledigt.« Birgit weinte immer noch, aber ganz leise. Willi hatte sich beruhigt. Er hatte den wärmsten und trockensten Platz zwischen seinen Geschwistern, lutschte auf dem Schnuller und schlief allmählich wieder ein. Ihm kam das Unwetter wohl wie ein Traum vor, der verging, wenn er erwachte. Walter leckte das Wasser, das ihm über die Stirn und die Nase herunterlief, von seinen Lippen und zitterte vor Angst. »Jedes Jahr werden Menschen vom Blitz erschlagen«, sagte Bodo. »Die verbrennen und werden ganz klein, so wie Puppen. Und wenn du sie anfasst, dann fällt der Arm ab oder der Kopf, je nachdem.« »Du spinnst mal wieder«, sagte Rolf. »Ein Blitzschlag ist wie ein elektrischer Stromschlag. Davon merkst du überhaupt nichts. Du kriegst einen gewischt und bist tot.« »Na klar, was denn sonst?« sagte Bodo. »Aber dabei wirst du so klein wie eine Puppe und alles verkohlt. Was meinst du denn, was in so einem Blitz für eine Hitze ist? 1000 Grad und noch mehr. Da kannst du aber eine prima Suppe drauf kochen, du.« Berti nieste und schüttelte sich. Er hatte keinen trockenen Faden mehr am Leibe. »Das ist aber ein großer Zufall, wenn ein Blitz dich trifft«, sagte er. »Die meisten hauen vorbei, dann tun sie dir nichts.« »Hast du eine Ahnung«, rief Rolf. »Wenn der Blitz 10 Meter vor dir entfernt in einem Baum einschlägt, dann bist du erledigt. Durch den Strom. Verstehst du?« »Warum gibt es eigentlich Gewitter?« fragte Walter ängstlich. »Ach, das hat was mit Elektrizität zu tun«, erklärte Rolf. »Die Wolken sind wie Batterien. Und wenn sie zusammenstoßen, entladen sie sich. Das ist so eine Art Kurzschluss. Als wenn bei uns zu Hause die Sicherung durchbrennt. Dann gibt es einen großen Funken, das ist der Blitz.
Der sucht sich immer den kürzesten Weg zur Erde. Darum musst du dich flach hinlegen, wenn du auf einem freien Feld bist. Am besten in einen Graben. Wenn du stehst, bist du ja näher dran an den Wolken. Dann kriegst du einen verpasst. Ich leg mich doch nicht in einen Graben, der voll Wasser ist, rief Bodo. Da müsste ich ja schön blöd sein. Meinetwegen kannst du dich ja hinstellen, sagte Rolf. Wirst schon merken, was du davon hast. Allmählich ließ der Regen nach. Der Donner hörte sich nicht mehr so gefährlich an und verrollte bald jenseits der Hammelniederung. Die Wolken zerrissen und zwischen ihnen wurden Stücke blauen Himmels sichtbar. Gott sei Dank, sagte Ingelore erleichtert. Ich kann schon nicht mehr hocken. Beide Beine sind mir eingeschlafen. Die Kinder erhoben sich mühsam und sahen sich um. Vor ihnen stand das Wasser fußhoch auf den Weiden, und vor der Straße her hörten sie ihr Spritzen, wenn ein Auto vorüberjagte. Birgit hatte sich jetzt ganz beruhigt. Sie beugte sich zu ihrem kleinen Bruder und sagte, »Ah, Willi stinkt, er hat bestimmt in die Hose gemacht.« Gemeinsam stellten sie den Handwagen wieder auf, die Räder, und zogen ihn auf die Straße. Ingelore nahm Willi auf den Arm. »Du kleines Ferkel«, sagte sie, »kannst du nicht Bescheid sagen?« Willi strahlte sie an. Ihm hatte das Gewitter nicht die Laune verdorben. Ingelore zog ihm kurz die Hose aus und wusch ihn mit Gras und Wasser. Die Hose spülte sie im Graben durch, wrang sie aus und zog sie ihm wieder an. Bodo und Berti drehten die Wolldecken zu langen Würsten zusammen, damit das Wasser herausfließen konnte. »Wollen wir etwa in dem nassen Zeug weitergehen?«, fragte Berti. »Was denn sonst?«, antwortete Rolf. »Wenn wir uns bewegen, trocknet alles ganz schnell.« Er nieste und strich sich das Haar aus der Stirn. »Mensch, Rena ist ja noch nicht wieder da«, rief Ingelore plötzlich. »Wir können doch nicht ohne sie weiterfahren.« »Die dumme Gans tötet mir noch den letzten Nerv«, rief Bodo wütend. »Na warte, bei nächster Gelegenheit knalle ich das Katzenvieh an einen Baum, damit der Blödsinn aufhört.« »Gar nichts knallst du«, drohte Rolf. »Du fährst jetzt voraus und rufst nach ihr. Wenn du sie nicht findest, kannst du den ganzen Tag hier herumkurven und sie suchen. Los, dampf ab!« Bodo schwang sich mürrisch auf das Rad und fuhr davon, während Rolf und Berti sich mit dem Handwagen in Gang setzten. Birgit und Willi spielten Luftballon mit der leeren Plastiktüte, deren Inhalt nass unter ihren Beinen lag. In der Höhe der Kirche von St. Jürgen, wo die Straße nach Worpswede von der Lilienthaler Straße abzweigt, stieß Bodo auf Rena. Sie saß unter einem Baum und streichelte ihre Katze, die sich eifrig leckte. »Ich hab sie gefunden«, rief sie ihrem Bruder entgegen. »Guck mal, wie dünn sie aussieht, wenn sie nass ist.« rief Bodo böse. »Wir suchen dich überall und du sitzt hier gemütlich und spielst mit dem Mistvieh.« Aber Rolf erzählte seiner Schwester gar nichts. Er sagte nur, »Halte sie fest, damit sie dir nicht nochmal abhaut. Wir müssen uns ranhalten, sonst kommen wir heute nicht mehr hin.« Rena nickte und schloss sich dem Trupp an, die Katze eng an sich gedrückt. Sie marschierten und marschierten. Ihr nasses Zeug dampfte. Und ihrem Magen meldete sich wieder der Hunger. »Ich könnte jetzt mit Leichtigkeit 2 Brathähnchen essen«, sagte Rolf, »mit Pommes frites und Ketchup oder einen ganzen Pott voll Grießbrei ordentlich süß. Hoffentlich hat Onkel Oskar was Anständiges in seiner Speisekammer, wenn wir ankommen.« Bodo, der die Marschierenden mit dem Fahrrad umkreist hatte, entfernte sich und fuhr voraus. Nach einer Weile kam er zurück und sprang vom Rad. »Leute, ich hab was Tolles zu essen für uns«, rief er. »Hast du Streichhölzer mit, Rolf, damit wir uns was braten können?« »Klar«, antwortete der. »Sind sie auch nicht nass geworden?« »Nee, die sind doch in meiner Tabakdose. Was hast du denn?« »Frösche«, rief Bodo, »mindestens 20 Stück.« »Frösche«, erwiderte Ingelore angewidert, »willst du die glabberigen Dinger etwa essen?« »Den Kopf und den Bauch natürlich nicht. Mensch, nur die Beine, die Schenkel. Hast du noch nie was von Froschschenkeln gehört? Das essen die feinen Leute als Leckerbissen.« »Ich mag sowas nicht«,
sagte Rena und schüttelte sich. »Ach, du weißt ja nicht, was gut schmeckt«, sagte Bodo. »Du brauchst sie ja auch gar nicht zu essen. Du kannst ruhig zugucken, wie wir uns den Bauch vollschlagen.« »Hast du denn schon mal Froschschenkel gegessen?«, fragte Berti. »Nee, selber noch nicht«, gab Bodo zu. »Die sind ja für uns viel zu teuer, aber ein Junge aus meiner Klasse, der hat schon mal welche gegessen. Seine Eltern sind steinreich. Die essen nur Froschschenkel, Schnecken, Schwalbennester und solche Sachen. Alles Leckerbissen, versteht ihr? Mit Hähnchen und Kotelett und Schweinebraten geben die sich gar nicht erst ab. Das ist ihnen viel zu gewöhnlich.« »Wie willst du die Schenkel denn braten?«, fragte Berti. »Wir haben doch gar keine Pfanne.« »Sowas wird doch nicht in der Pfanne gebraten, Mensch. Das macht man überm offenen Feuer. Du nimmst einen Froschschenkel in die Hand und hältst ihn in die Flamme. Dann wird er genauso braun und knusprig wie ein Hühnerbein.« »Und wo sind deine Frösche?«, sagte Rolf. »Da hinten in einer Grube. Da sind die reingehüpft und können nicht wieder raus.« Tatsächlich wimmelte es in der Lehmgrube von großen und kleinen Fröschen. Als Bodo einen Stein hineinfallen ließ, versuchten sie hinaufzuspringen, schafften die Höhe jedoch nicht und plumpsten wieder zurück. »Sehen die nicht lecker aus?«, fragte er. »Was meint ihr, wie die schmecken werden?« »Bäh!«, rief Ingelore. »Ekelhaft sehen die aus. Ich esse keinen einzigen. Denkt doch nur mal, was die alles gefressen haben. Fliegen und Spinnen und Schnecken. Das isst man alles mit.« »Du hast ja einen Triller«, sagte Bodo. »Das sitzt doch im Bauch von den Fröschen. Wir essen aber nur die Schenkel.« Berti trat zögernd an die Grube und blickte hinab. »Wie willst du die denn töten?«, fragte er. »Überhaupt nicht«, antwortet Bodo. »Man dreht ihnen einfach die Beine raus, dann krepieren die von ganz allein.« »Das tut doch weh«, rief Rena. »Ach was«, schwächte Bodo ab. »Die sterben ganz schnell, wenn sie keine Beine mehr haben.« Er legte sich auf den Bauch und versuchte, einen von den großen Fröschen zu greifen. Nach mehreren vergeblichen Versuchen gelang es ihm auch. Sich wieder aufrichtend, hielt er ihn Rena unter die Nase. »Pass auf«, sagte er, »wie lange es dauert, bis er keinen Pieps mehr von sich gibt.« »Nein«, schrie Rena, schlug ihm auf die Hand, dass der Frosch wieder in die Grube zurückfiel. »Manche Frösche sind verzauberte Königssöhne. Die darf man nicht tot machen.« Sie zitterte und Tränen traten ihr in die Augen. »Lass den Quatsch«, sagte Rolf. »Es hat keinen Zweck. Wie wollen wir auch mit nassem Holz und Gras ein Feuer machen? Komm, wir gehen weiter.« Bodo stieg wütend auf das Fahrrad und radelte davon. »Ihr habt ja von Toten und Blasen keine Ahnung«, rief er zurück. »Jetzt vergammeln die schönen Frösche da im Graben. Und wir haben Kohldampf.« Bis zum nächsten Mal.